Lecker Erdbeeren. Wusstet ihr, dass Erdbeeren 8 Chromosomensätze haben? Also zumindest so die übliche Gartenerdbeere. Und die kommen zustande, weil die Natur super vielfältig ist. Das ist meine Heldin. So viele verschiedene Chromosomensätze entstehen dadurch, dass sie sich immer wieder kreuzen. Das nennt man auch schlau Hybridisierung. Und wie das genau funktioniert und was das ist, das hat mir Alex Kellner erzählt, der ist Biologe. Unter einem Hybriden bezeichnet man ein Individuum, das entweder durch die Kreuzung zwei gennaher Arten entstanden ist oder durch generationenlange Inzucht. Diese sind meistens weniger fertil oder gar sehr steril. Das heißt, wenn so Hybride entstehen, die Fachwörter waren jetzt fertil und steril, dann sind die entweder sehr fruchtbar oder sie können sich nicht mehr fortpflanzen. Das weiß man. In der Natur kommen dort Hybriden vor, wo gennahe Arten am gleichen Standort aufwachsen. Beispiel dafür wären zum Beispiel Pappen- und Weidenarten, die untereinander sich bepollen und dadurch Hybriden bilden. Das wäre zum Beispiel in Auen der Fall. Von Menschenhand kann man von Inzucht sprechen, wenn mehrere Generationen untereinander gekreuzt werden oder durch gezielte Kreuzung verschiedener Tierarten. Beispiel dafür wären zum Beispiel die Kreuzung eines Esels und eines Pferds, das berühmte Maultier. Und ursprünglich gab es eine Erdbeerenart in Asien, die hatte schon 6 Chromosomensätze. Und dann sind die übergewandert nach Nordamerika und da haben sie sich dann nochmal gekreuzt und irgendwann waren es halt 8 Chromosomensätze. Es gibt sogar welche mit 10. Obwohl Erdbeeren also unterschiedlich viele Gene haben und auch die Gene an sich sich unterscheiden können, gibt es einen Urtyp an Genen, das Urgenom, und das sorgt für eine charakteristische Farbe und Form. Meine Heldin ist die Natur, weil sie sich ständig neu weiterentwickelt. Und das ganz natürlich. Stories voll mit Wissen. Willst du wissen?